Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit den Fraktionsmissionen am Mount Hodgson. Und zwar Steuerungskomputer der Drohne hacken, ein wenig Privatsphäre und den Ziellaster zerstören. Verbarrikadiert. Und ich habe mir mal den dicksten Heli, den wir uns in der letzten Folge gekauft haben, einfach mal angefordert. Und der wird gewohnt scheiße geliefert. Schon direkt kaputt. Aber hey, ich meine... Auch mal einen dicken Heli fliegen hier. So, die Fraktionsmission... Warum guckt er denn? Oh Gott, immer nach hinten. Die Fraktionsmission, ihr seht schon unten rechts auf der Karte, die werden immer markiert, auch wenn man wenn geführter Modus deaktiviert ist. Das ist ein bisschen schade. Aber ist halt so. Jetzt kann sein, dass es auch nur während der Beta so ist. Das werden wir dann sehen. So, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welches welches ist, weil oben links in der Liste halt nicht steht, was wie weit entfernt ist. So, wir landen einfach mal hier. Ich nehme an, das da ist Laster zerstören. Würde ich vermuten. Da ist der Laster. Können wir den mit dem Scharfschützengewehr auf Distanz zerstören? Das ist die Frage. Machen wir den Schalldämpfer ab. 400 Meter. Meinst du, den treffen wir? Ich habe ihn getroffen. Aber er lebt noch. Nein, er ist tot. Was? Sie haben Einsatz fehlgeschlagen? Sie haben ihr Ziel verlassen? Ich war gar nicht da. Warum muss ich da unten sein dafür? Einsatz unter für Sicherheitssorgen wiederholen. Ja, toll. Klasse. Prima. Ganz toll. So. Oder ich mach's anders. Ich mach's über die Karte. B. Warum habe ich jetzt ein Ladebildschirm? Lädt er jetzt nochmal komplett neu und ich muss wieder komplett aus Erebon rauslaufen? Das wäre echt ätzend. Wenn es so wäre. Nein, gut, ich starte. Oh, guck mal. Er hat mich vorwärts teleportiert. Von mir aus. Gut. Kann ich mitleben. Dann muss ich aber den Schalldämpfer auf das Scharfschützengewehr wieder drauf machen. Ananas gesammelt mit dem Vorbeigehen. Haben wir noch eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. I Kiste, Kiste, and I liked it. Oh, das sind Bienen. Das sind ziemlich fette Bienen. Hummeln. Hm. Kann man die ärgern? Unrealistische Bienen. Ich müsste jetzt totgestochen werden. Von wegen Realismus. Kannibalismus. Blackhawk-Handschuhe. Habt ihr einen Bonus? Haben die das entfernt, dass Ausrüstung Boni bringt? Nö, also keine Ahnung. Hm. Was haben wir denn hier? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Die haben wir bekommen, will ich aber nicht. Zack. Die P90 ist schon geil, aber ist halt nur eine MP. Schrotflinte will ich nicht. Die will ich nicht. Die will ich auch nicht. Weg damit. Können wir hier vielleicht noch mal ein bisschen. Nee, hier nicht. Vielleicht hier. Zack, zack. Und bei der Pistole glaube ich auch, ne? Ja. So. Alles geupgradet. So, dann schauen wir mal. Da unten sind Gegner. Auf was zielen die? Oh, darauf zielen die. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Zivilisten bedrohen nicht mit mir. Die Unidad hat mich allergisch gegen sowas gemacht. Und eine AK-74.
Ist die gut? Das bedeutet nein. Was haben wir hier? Schöne Dinge. Kleines Behemoth-Verteidigungsgebiet. Ja, das wollen wir wissen, wo es ist. Für die Drohnen-Videos. Ah, guck mal, der dreht sich um und geht weg. Ah, warum kann ich da nicht durch? Du willst mich doch verarschen. Habe ich C4? C4. Are you kidding? Why isn't this done yet? Nein, nein, du siehst mich nicht. Ich will da drüber. Boom, Baby. Zivilist getötet, ja, gut. Ja, Mai. Boom. Pitcheng. Wenn der auch nicht weggeht, die Zivilistin da. So, und die andere Fraktionsmission. Den Steuercomputer der Drohne hacken, das ist da vorne. Da können wir versuchen, nochmal zu schleichen. Da wird eigentlich versuche ich immer zu schleichen. Und am besten geht das, das habe ich damals bei Splinter Cell schon gelernt, wenn man alle tötet, die einen entdecken könnten. Vier Stück? Warum seht ihr mich? Ihr dürft mich nicht sehen. Yay, level up. Geselle. Oh ne, ein Heli. Na toll. Bringt's was, wenn ich mich hinlege? Kann ich nicht. Doch. Gut. Nice. Und noch mal ein paar Daten zum Aufklären. Das ist echt ein Pain in the ass. Die Aufklärungsdinger da zu versuchen zu untersuchen. Muss ich dran denken, auch nur ins Forum zu schreiben. Weil die Entwickler, die haben ja eine gute Reputation, was auf Spielerfeedback eingehen angeht. So eine Liste wie bei Arma wäre da ganz gut, wo man dann auswählen kann, was man machen will. Und nicht an Land fahren, sonst explodiert das Schlauchboot wieder. Ist übrigens, also ich finde, sehr gut optimiert. Also ich spiele auf komplett Ultra-Einstellungen und ich habe sogar hier Auflösungsskalierung auf 150. Das heißt, ich spiele quasi 2K. Und es wird quasi in 2K gerendert. Und ich habe trotzdem über 50 FPS, so im Schnitt so 55 bis 60. Bei Wildlands habe ich auf 120 und habe da nur so zwischen 40 und 50 FPS. Auch sonst mit Ultra-Einstellung. Allerdings werden dort auch große Objekte nicht einfach weg, also transparent gerendert, also nicht gerendert, sodass man halt auch snipen kann. Ich vermute, es gibt dann auch nochmal ein bisschen... ein paar Performance einbußen, wenn das gefixt ist. Haufen Zeug hier. Aber ist der Drohnencomputer? Ach, ganz da hinten.
Wo ist der denn, wenn man auf der Karte guckt? Mittendrin. Ja, ja, wir haben keine Chance gegen euch Wolves. Ich zerlege alleine eine ganze Armee. Und ihr so? Lasst euch von einer Armee zerlegen. Von einer Ein-Mann-Armee zerlegen. Wie heißt die? SK-Transporter. Kann ich die mit meiner Drohne anditschen? Aber bringt nur nichts. Schade. Keine Wachen sonst hier drin. Aber ich sehe doch. Bestimmt hier draußen. Da! Da sind sie, die Übeltäter. Die Übeltäter! Aber am wichtigsten ist ja eigentlich der Komplex, wo der Computer drin ist, den wir hacken sollen. Hier ist ein Generator mit Notausknopf, den man tatsächlich drücken kann. Sounds like there were interruptions for the Freeport mission, folks. Sounds like some crazy shit went down. Nein! Die Drohne hat mich entdeckt. Oh, na toll. Oh, shit. Die haben die Drohne weggesnappt. Nun. So viel zu, wir machen das leise. Ich dachte, ich habe irgendwie gedacht, die Drohne, die da war, das wäre diese Lieferdrohne. Aber war sie nicht. Das war eine böse Drohne. Es war leider eine böse Drohne. Stehe ich auf Vollauto? Ja. Aber die werden sich schon wieder beruhigen. Hoffe ich. Beruhigt euch. Ihr habt ja eh keine Chance gegen mich. Nicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zumindest. Da haben sie sich schon wieder beruhigt. Perfekt. Oh, da sind einen ganzen Haufen Leute. Ach, das sind die, die jetzt wieder wegfahren. Was gut ist, dass die sich jetzt alle bewegen. Das ist auch die Lieferdrohne. Ich wusste nicht, dass. Also eben bin ich doch mit meiner Drohne bei der rumgeflogen und die hat die Drohne nicht gemeldet. Oder war das die? Sky Cherubim, Drohnen, die Städte aus der Luft überwacht und Ausweise scannt. Hello Future! So, das haben wir alle markiert. Achso, ich wollte euch noch was zeigen. Achtet hier auf diese Dinger. Beziehungsweise generell drauf. Vorführeffekt.
Absoluter Vorführeffekt. Ah, jetzt sind sie weg. Nach 400 Metern, okay. Ist aber immer zum Snipen immer noch zu nah, dass sie da verschwinden. Naja. So. Wo komme ich jetzt hoch, damit ich rein kann? Ich kann hier halt nirgends mal wirklich mein Dingens da benutzen. Das Soundschneidegerät. Weil da überall diese Verstrebungen davor sind. Oh. Possible enemy activity. Roger. Ah. Ach, hier, komm. Also irgendwie ist das aber sicherheitsmäßig. Habe ich schon sichere Dinge gesehen. Der Typ, der immer die Verstärkung ruft, den würde ich gerne ausschalten. Eine optische Linse und eine leichte Drohnenführerweste. Also, die haben alle... Ah, die Jagdweste hat 5% EP-Bonus. Die anderen haben nichts, ne? Nee. Dann lasse ich doch die. Hier, ja, Nomad. Ja. Hat die andere Hose irgendeinen Bonus? Nee. Gut. Warum haben die alle Totenköpfe? 19. Ach, weil ich jetzt die Weste wieder gewechselt habe. Ja, deshalb, da waren die. Sind die ausrüstungsmäßig ein bisschen höher als ich? Upp. Und die Kacke dampft. See you later! Bin da mal weg. Oh fuck, da kommt einer. Ach, guck mal, der denkt immer noch, ich wäre da hinten. Hi. Na du? Diese Noobs. Können die Dinger da hinten explodieren? Nein, schade. Ich muss da weg. Erzaufbereitungsanlage ist das. Aha. Ist einer draußen? Oh fuck! No, you won't get me. Hey, was ist mit meinem Skin los? Geht doch. Ich würde wenigstens aussehen, als hätte ich eine dicke Weste an. Hallo, du. Ah, shit. Oh, Alter. Das Schießen ist sehr befriedigend. Muss ich zugeben. Haben sie sich gerade wieder beruhigt und schon kriegt ein Scharfschützen Kopfschuss. Und der andere auch. So. Aufklärungsmäßig geklärt. Ich rüste jetzt doch mal nochmal die Schneidbrenner aus.
Einfach nur, um es auszuprobieren. Vielleicht geht es ja doch hier bei dem Zaun. Ich würde es sehr begrüßen. Oh, hier kommt man auch rein. Cool. Komm ich da hoch? Jo. Shit, wer sieht mich? Hinterm Zaun. Ja, da hinten, hinterm Zaun. Ja, ja, irgendwo da draußen bin ich. Da hast du recht. Ich komme jetzt auch, aber aus einer anderen, von der anderen Seite. Ich mach die hier in dem Gebäude, mach ich platt. Alright, don't take any chances until we find these guys. Hallo. Psst. Ja, es geht ab. Was war die Scheiße? Es ist weggerannt. Pff, toll, er ist weggerannt. Klasse. Warum habe ich keinen Schalldämpfer auf der Pistole? Das hätte können böse enden. Big Data. Users, Auto, Dymo, Key Users. Turnover, Velocity, Objective, Remaining Trend. Frederick, Frederick, NC, NC, SK, Mate, R. R. R&D Office. Warning, incident detected. Oh fuck. Dreh dich um, Mann! Find them. They're here. Na toll. Das Umdrehen funktioniert nicht gut. Bei Wildlands konnte ich mich einfach mit der. Oh fuck, da kommt ein Dicker. Scheiße, ich werde langsam umstellt. Das finde ich nicht gut. Hostiles nearby. Watch your sectors. Hm. Na, dann lasse ich die da einfach mal in Ruhe. Lieber nicht. Auch wenn die Distanz in Ordnung wäre. Ich hoffe, der wird hier nicht entdeckt. Aber wahrscheinlich schon. Es rennt. Oh, oh, da hinten kommt einer. Da kommt einer! Shit, muss hier weg. Ich muss da rüber. Ich muss da rein. Von der anderen Seite komme ich wohl besser dran. Oh Gott, weg hier. Es geht gleich in die Luft. Oder auch nicht. Es muss doch jetzt mal gleich in die Luft fliegen. Nö, macht's aber nicht. Es will einfach nicht explodieren. Ich verstehe es nicht. Dabei ist explodieren doch so toll. Hallo! Ihr seid absolut clear hier. Shit. Er hat's gesehen. So, wo ist die Kiste? Unten oben auf dem Dach. Oben. Natürlich. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Hm. Ah, Leiter. So
geschehen ruhig und friedlich hier. Wunderbar. Wunderbar. Wenn ich da runterfalle, bin ich bestimmt tot, oder? Ich will es lieber nicht riskieren. So, dann gehen wir da hinten runter. Aufpassen vor dieser Drohne. Die kann ich jetzt auch nicht ausschalten, weil da hinten noch Wachen rumstehen. Ich muss in dieses mittlere Gebäude rein. Hier muss ich hin. Kann ich da drüber steigen? Oh Gott! Geh runter! Was macht er denn? Oh Gott! Ich hänge! Ich kann nichts machen! Toll! Geil! Ich komme hier nicht mehr weg! Ich habe keine Ahnung, was... Ich komme hier nicht mehr weg! Toll! Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Geil! Das war ganz großes Kino! Keep 'em coming! Keep him coming. Oh shit, wer kommt denn da? Niemand kommt. Wie schnell kann man dein Interesse dran verlieren? Wenn jemand gerade irgendwie, keine Ahnung, fünf Kameraden getötet hat. Ich gehe mir jetzt erstmal die Kiste holen, ganz gemütlich. Na, ihr da unten, geht's euch gut? Oh, was hat der denn gemacht? Und wer entdeckt mich da hinten? Niemand. Oh shit, meine Munition! Zack. Schnell Kiste. Oh fuck. Schnell Kiste plündern. Nice. 2500 Scale Credits. Okay, hat sich gelohnt. Gehen wir hinten die Drohne deaktivieren. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Gehen wir die zuerst holen. Da kommen wir nicht rein. Ohne Leiche. Hallo du. Willst du meine Leiche sein? Wie komme ich da hoch? Da. Nein, da. oder auch nicht. Da oben. Das heißt, man muss irgendwie da hochkommen. Leiter oder sonst wie. Drohne, zeig mir den Weg. Und die Kiste ist hier. Da ist eine Leiter. Okay. Guck mal, wen wir hier haben. Und hier. Oh Gott. Die Waffen lassen sich tatsächlich im Autofeuer kaum kontrollieren. Aber ich wollte jetzt auch mal Autofeuer schießen. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. So, hier ist irgendwo eine Leiter. Da. Eben dran vorbeigelaufen. Schon wieder so ein blödes MG.
treffe ich von hier aus nicht. Ich glaube, es ist die letzte Wache, ne? Ich falle mal da runter. Blub. Und lande in der Luft, auch cool. Ich finde das so ätzend, dass wenn der Außenbereich dunkler ist, man sieht halt gar nichts. Ja, das ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Auch noch ins Forum schreiben. Was war das andere, was ich noch ins Forum schreiben wollte? Ich erinnere mich dran. Nein, ich erinnere mich gar nicht dran. Ich weiß nicht mehr, was ich ins Forum schreiben wollte. Och nee, ich will jetzt nicht wieder da hochklettern. Die Rumkletterei geht mir auf den Keks. So, das waren alle Wachen. Dann gehen wir jetzt mal den Computer hacken und den Strom ausschalten. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Einmal Notausknopf. So. Einsatzziel für Sentinel verteilt. Oh, shit. Moment. Ich brauche Minen. Mine MK2 und Mine MK1. So, Mine MK2. Oh, ich habe keine MK2 mehr. Legst du doch hin, Mann! Ah, toll. Viel Spaß mit den Minen, Freunde. Zivilist getötet, ups. Oh mein Gott, sind das viele. Waren das alle? Keine Ahnung, ich leg noch eine Mine hin zur Sicherheit. Mehr Minen habe ich auch nicht. Warum geht denn das Ding hier jetzt nicht weg? Voll nervig. Ja, Splittergranate hier. Und Blendgranate von mir aus. Wo ist sie? Da. Wieder ein LMG. Wo liegt denn da was Grünes? Ist das da oben? Ah, da kommen die nächsten. Nein, ihr dürft mich nicht entdecken. Alter, ist kaum übertrieben. Okay, war's das? Vier Autos oder kommt da noch mehr? Hör auf, darum zu heulen. Ah, das ist ja noch so ein Ding. Hätte ich die können für meine Zwecke benutzen? Kann ich die hacken, sodass er auf Freunde schießt? Oh, toll. Ja, die Mission war ganz nett. Geschütz hacken. Schießt sie dann auf... Oh! Toll! Das wäre ja mega lustig gewesen! Yay, yeah, Kampfrang 1 erreicht, geil! Ist ja voll cool. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Cool. Obwohl kein Strom mehr da ist. Nice. Kann ich die Minen wieder aufheben? Das wäre sehr nett. Nee, natürlich nicht. Bleiben die eben für die Zivilisten hier liegen, die Minen. So, wo liegt das grüne Ding? Wo ist das? Ah, da hinten. Ich hab's gerade gesehen. Da. Was ist es? Handschuhe.
Angriffshandschuhe. Plus 20% Wurfreichweite. Na gut, das ist ja immerhin etwas. So, vergleichen wir hier Sniper. Die ist auch nicht so geil. Die ist einfach auch nicht so geil. Unsere Sniper macht von sich aus 162 Schaden. Und hat eine höhere Feuerrate als die FRF2 hier. Ist doch ein Witz. Die Genauigkeit ist auch ein Witz hier. Nö, die will ich auch beide nicht zerlegen. So, und wir haben hier, glaube ich, einen neuen Rang erreicht, ne? Ja, 1. Es gibt irgendwas, das man... irgendwie Waffen auf MK2 verbessern kann. Meine ich mal gelesen zu haben. Wo könnte das denn sein? Gut, an Munitionsmangel leide ich jetzt nicht unbedingt. Bewaffnetfahrt. Oh! Kampfhelis! Im Shop verfügbar. Na gut, dann warte ich lieber noch. Dann sparen wir noch ein paar Punkte. Oder andere ist wahrscheinlich vom Sniper auf dem Dach. Jeans. Und was noch? Noch eine Weste. Okay. Cool. Das waren... Oder hast du jetzt noch neue da? Nee. Das waren coole zwei Fraktionsmissionen. Also vor allem die eine war cool. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde, mit Fraktionsmissionen in einem anderen Gebiet. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.